Erwartungsgemäß ist heute am US-Feiertag wenig los an den Märkten, aber China hat zwei Entscheidungen bekannt gegeben, die es durchaus in sich haben, die das Highlight des heutigen Tages ist. Und das will ich in diesem Video kurz thematisieren, denn China ist natürlich wichtig für uns, ist wichtig für die Weltwirtschaft, aber die Chinesen, die haben ein demografisches Problem. Die haben nämlich immer weniger Junge und immer mehr Alte. Und das bedeutet, wer immer weniger Erwerbstätige hat, die dann wiederum immer mehr Rentner finanzieren müssen, wo soll da das Wirtschaftswachstum herkommen? Wir haben also eine massiv alternde Gesellschaft und der China hat heute verkündet, ein drittes Kind zuzulassen. Und das ist schon eine echte Überraschung, denn die Ein-Kind-Politik ist ja erst seit 2015 abgeschafft, 1979 eingeführt, vor gut 5 Jahren abgeschafft. Das war schon ein wirklicher Hammer, überfällig. Jetzt hat man gesagt, okay, nicht nur 2 Kinder sind erlaubt, sondern 3 Kinder und versucht damit ein Problem zu lösen, das damit wahrscheinlich nicht zu lösen ist. Aber China hat noch etwas anderes gemacht, nämlich im Währungsbereich. Man versucht, die Aufwertung des Yuan zum Dollar ein bisschen zu stoppen und hat deswegen die sogenannte Deposit Reserve Ratio von 5% auf 7% angehoben. Das bedeutet faktisch, dass Chinas Banken mehr Dollars bei der PBOC, bei der chinesischen Notenbank, hinterlegen müssen. Diese mehr Dollars, die dahinterlegt werden, die kommen dann praktisch nicht als Verkauf zu Yuan in Frage am Interbankenmarkt. Das also soll ein bisschen die Nachfrage nach Yuan, die es auch in China scheinbar gibt, ein bisschen drosseln, den Dollar stützen. Und wir sehen gleich, dass der Kurs Dollar-Yuan durchaus reagiert hat auf diese Maßnahme. Bisher waren es wie gesagt 5%, jetzt müssen es 7% sein. Das erste Mal seit 14 Jahren, dass hier China diese Reserve Ratio ändert. Wir hatten das erste Mal das Ganze 2005, 2006, dann 2007 und jetzt eben 2021. Und hier sieht man schon, dass das durchaus nicht Alltag ist, was hier passiert ist. Also man versucht jetzt letztlich einen zu starken Yuan zu verhindern, der dann exportmäßig natürlich ein Problem sein könnte. Dollar-Yuan hat reagiert ein bisschen. Wir sehen ja hier diesen konstanten Abwärtstrend von Dollar zu Yuan. Seit einigen Monaten ist dann wieder ein bisschen nach oben gegangen. Eben weil jetzt weniger Dollars im Prinzip verkauft werden können gegen Yuan. Wenn wir uns die größere Zeitebene mal anschauen, dann kommen wir von Dollar-Yuan über 7,15. Sind wir jetzt runtergefallen auf 6,35. Sieht erstmal nicht viel aus, ist aber schon eine ziemlich heftige Bewegung. Und vor allem der Trend scheint den Notenbankern in China Sorgen bereitet zu haben. Aber viel mehr Sorgen bereitet den chinesischen Machthabern in Peking offenkundig die Demografie. Und das völlig zu Recht. Man hat nämlich heute beschlossen, dass ein drittes Kind erlaubt wird. Das kam wirklich überraschend. Kürzlich gab es ja eine Volkszählung in China, die gezeigt hat, oh, die Bevölkerung schrumpft. Und das ist der Anfang eines großen, großen Trends, nämlich Schrumpfung der Bevölkerung bei gleichzeitig Alterung der Bevölkerung. Und wie gesagt, da bekommt China ein Riesenproblem, denn es müssen immer weniger Erwerbstätige, immer mehr Rentner finanzieren. Das wird auf Dauer schwierig, vor allem die Erwerbstätigen, die dann die Rentner finanzieren müssen, die müssen sich ja auch Kinder leisten können. Kinder sind in China extrem teuer. Bildung, Wohnungsraum ist teuer. Wenn ich Kinder habe, dann brauche ich Wohnungsraum. Das ist in chinesischen Großstädten extrem schwierig. Und also das ist schon eine echte Bombe, eine demografische Bombe. Und China hat im Prinzip heute eingestanden, dass es sich hier um eine Bombe handelt und versucht mit dieser Maßnahme die Entwicklung zu drehen. Wahrscheinlich wird das nicht gelingen. Warum nicht, werden wir nämlich gleich sehen. Zunächst mal die Bevölkerungsentwicklung. 1979, wie gesagt, hat China diese Ein-Kind-Politik verhängt. Und das schien zunächst mal wichtig zu sein, denn die Bevölkerung wuchs. Frauen haben durchschnittlich damals 5 Kinder bekommen. Und dementsprechend stieg man von 1980 von 900 Millionen auf jetzt um und bei 1,4 Milliarden Menschen. Und da war einfach die Frage, wie sollen wir diese Menschen ernähren, wenn die Bevölkerung jetzt ungebremst weiter wächst. Also das hatte schon einen rationalen Grund. Aber wer dann solche Maßnahmen ergreift, der muss eben perspektivisch vielleicht andere Probleme vergegenwärtigen, nämlich demografische Probleme.
Und hier schauen wir uns mal die Bevölkerungspyramide an, Männer und Frauen. Zunächst mal gibt es ja deutlich mehr Männer, knapp 52% der Chinesen sind Männer, nur 48% Frauen. Liegt daran, dass Frauen aus chinesischer Sicht teuer sind, die muss man mit einer Aussteuer versehen. Das ist relativ teuer. Dann geht ein Mädchen, das heiratet, geht weg, geht normalerweise zu der Familie des Mannes, fällt dann also weg. Man hat nichts davon aus dieser Logik, indem man eben investiert in ein Mädchen, Kosten hat und dann ist es eben weg, dann bringt nichts mehr. Das ist eine harte, aber eben doch durchaus menschliche Logik. Und dementsprechend werden eben weibliche Föten öfter abgetrieben. Aber was wir hier schon sehen, wir haben einen relativ schmalen Unterbau bei denjenigen, die so bis 30 Jahre alt sind. Dann haben wir einen relativ großen Mittelbau von Menschen, die so 40 bis 55 Jahre alt sind. Dann nimmt es ab. Aber wie wird die ganze Geschichte weitergehen? Das ist das große Problem, das hier besteht. Und hier sehen wir mal einen Vergleich zwischen dem Jahr 2010 und dem, was wahrscheinlich 2050 der Fall sein wird. Was hier dunkel ist, das ist die Entwicklung oder der Zustand des Jahres 2010. Da haben wir unten bei den jüngeren Bevölkerungsgruppen einen relativ dichten Bestand sozusagen und dann nach oben dünnt es aus, aber in dieser transparenten, also helleren Grafikschattierung sehen wir, dass der Oberbau immer mehr zunehmen wird, dass der extrem sein wird. Menschen über 60 werden sehr, sehr zahlreich sein. Die Lebenserwartung steigt auch in China deutlich, ist sogar höher als in den USA inzwischen. Und das drückt gewissermaßen auf die Jungen, die, wie gesagt, dann die Alten irgendwie ernähren müssen. Es gibt in China ja kaum ein wirklich funktionierendes Rentensystem. Nur etwa jeder Dritte lebt in irgendeiner Form von Rente. Ein Drittel der über 60-Jährigen arbeitet und die anderen werden von ihren Verwandten finanziert, von ihren jüngeren Verwandten. Also da kaum jemand kann überhaupt von der Rente, sofern es die überhaupt gibt, leben. In China ein echtes Thema und bisher ist keinerlei Entwicklung erkennbar, dass man dieses Sozialsystem ändern will, dass man also ein Rentensystem einführen will. Und bisher oder lange hat das ja geklappt, weil die Chinesen sind sehr kollektiv. Das Kollektiv ist der Höchstwert, nicht wie im Westen das Individuum, sodass da Großfamilien eben zusammengelebt haben. Aber durch die Verstädterung sind diese Bande oft aufgebrochen. Die Alten leben auf dem Land, die Jungen sind in die Großstadt gezogen. Dementsprechend funktioniert dieses System nicht mehr. Die Jungen haben dann meistens nur ein Kind, in das wird alles rein investiert. Das allerdings hat dann eben auch Folgen von der ganzen Mentalität. Die Alten haben noch gekämpft, die mussten noch teilweise gegen die Not ankämpfen. Die Jungen bekommen es sozusagen in die Mäuler gestopft. Das ist dann eben auch eine Mentalitätsfrage. Das sehen wir auch an unseren eigenen Kindern, die so ziemlich alles haben, was eben so vorhanden ist. Da gibt es kaum Wünsche, die offen bleiben, anders als, keine Ahnung, in den 1950er Jahren, als eine Generation etwas wieder aufbauen musste, nachdem schlichtweg alles kaputt war. Also wir sehen hier ziemlich katastrophaler demografischer Trend. Und das bedeutet faktisch, dass China dann nicht mehr wachsen kann, wenn eben immer weniger Erwerbstätige da sind. Das ist eine relativ einfache Rechnung. Das hat auch für Deutschland Konsequenzen. Das hat für die Weltwirtschaft Konsequenzen. Und vor allem wird diese Maßnahme jetzt wahrscheinlich nichts mehr bringen. Völlige Abschaffung der Geburtenbeschränkung. Man hätte auch sagen können, okay, wir heben das jetzt auf. Jetzt hat man gesagt, okay, drei Kinder. Wahrscheinlich eine Frage der Zeit, bis dann auch diese Drei-Kinder-Politik aufgehoben wird und man sagen wird, ja, es gibt keine Begrenzung mehr. Warum wird das wahrscheinlich nichts bringen? Extrem hohe Kosten für Bildung, für Wohnraum. Dazu gibt es in China eine sehr, sehr hohe Scheidungsquote. Und viele Paare bekommen oft sehr spät ein Kind, dann ist sowieso meistens schon aufgrund der Biologie ein zweites Kind gar nicht mehr möglich. Viele Chinesen kaufen ja erst eine Wohnung und dann können sie heiraten oder das wird von Männern im Prinzip erwartet, dass sie eben eine Wohnung haben, dann können sie heiraten und die Wohnungspreise, die Immobilienpreise sind auch in China massiv gestiegen natürlich in den letzten Jahren. Dementsprechend kann man sich das immer weniger leisten. Hier sehen wir mal die Zahl der Geburten pro 1000 Menschen in China. Liegen wir jetzt bei 10, Tendenz rückläufig. Also das ist
Jetzt ist so, dass wir nach jüngster Statistik ungefähr eine Geburtenrate von 1,3 haben pro Frau. Das ähnelt Entwicklungen wie in Italien zum Beispiel. Das heißt, die Reproduktion kann nicht wirklich funktionieren. Wäre ja ein Wert knapp über 2, wäre dafür notwendig, aufgrund einer gewissen Sterblichkeit, die dann ja auch da ist. Also dieser Trend, der weist nach unten, und das ist schon eine demografische Bombe. Hier sehen wir nochmal, dass weit mehr als die Hälfte der Chinesen inzwischen in Städten lebt. Die Urbanisierung ist schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Und dementsprechend ist Wohnraum knapp, ist Bildung teuer, ist das Leben in der Stadt sehr teuer. Da kann man sich schlichtweg nicht 2, 3 Kinder leisten. Viele Chinesen haben dann auf sozialen Plattformen heute geschrieben, ja okay, wenn du mir viele tausend Yuan gibst, viele hunderttausend, dann kann ich gerne 2 oder 3 Kinder bekommen, aber ich kann es mir schlichtweg nicht leisten. Das macht für mich keinen Unterschied, ob jetzt 2 oder 3 oder 4 oder 5 Kinder erlaubt sind. Wir können uns das nicht leisten. Und das ist genau das Problem, warum diese Maßnahme wahrscheinlich nicht greifen wird. Aber es zeigt, dass eben dieses demografische Problem, naja, ein bisschen Panik hervorruft bei den Machthabern in Peking, die sich das so vielleicht nicht vorgestellt hatten, die durch die letzte Volkszählung ein bisschen aufgeschreckt sind. Hier sehen wir mal die Verteilung 0 bis 14 Jahre. Das werden perspektivisch immer weniger, sind knapp 18%. 15 bis 64 Jahre, auch hier nimmt der Bestand ein bisschen ab. Und die Alten, die über 65 sind, die sind jetzt schon knapp 12%. In wenigen Jahren dürfte der Anteil der über 60-Jährigen schon bei gut 30% liegen, das muss man sich vorstellen. Das heißt, das sind Menschen, die in der Regel nicht mehr arbeiten. Man hat heute dann gesagt, ja, wir denken mal über eine Erhöhung auch der Altersgrenze in Sachen Pension nach. Das ist ja das, was auch in Deutschland wahrscheinlich kommen wird, kommen muss, auch aufgrund der demografischen Entwicklung in Deutschland, die ja nicht so viel besser ist, schon etwas besser, aber nicht so viel besser, zumal wir noch ein funktionierendes Rentensystem haben, das natürlich quersubventioniert werden muss, nicht aus sich selbst lebensfähig ist, völlig klar. Und hier sehen wir mal, wenn wir jetzt mal China mit Nigeria vergleichen, Nigeria ist ja jetzt schon, glaube ich, das Land mit, oder wird bald das Land sein, das die drittmeisten Einwohner der Welt hat. Indien wird China bald überholen, was die Bevölkerungszahl betrifft. Nigeria wird dann an Nummer 3 sein, wie überhaupt ja Subsahara-Afrika, also alles südlich der Sahara, deutlich zunehmen wird an der Bevölkerung. Die Bevölkerung wird sich in Subsahara bis ins Jahr 2050 verdoppeln. Nicht, weil die Frauen mehr Kinder kriegen als ihre Mütter noch. Nein, die kriegen weniger Kinder, sondern weil eben so viele gebärfähige Frauen vorhanden sind. Die kriegen weniger Kinder, aber es sind eben sehr, sehr viele Frauen. Und hier mal ein Vergleich. Rechts sehen Sie Nigeria. Da sehen Sie, wie die Prognose ist zwischen 1957 dann oder 1997, 2005 und dann 2050. Und da sehen wir rechts Nigeria unten breit aufgestellt, also sehr, sehr viele junge Menschen, nach oben dünnt es aus, während in China das Gegenteil der Fall ist. Da haben wir eben da 1997 noch einen guten Unterbau, der wird immer schmaler und der Oberbau, der nimmt zu, also die Zahl der älteren Menschen nimmt zu. Ein richtiges Thema, ein richtiges Problem. Und hier sehen wir nochmal den Vergleich Nigeria mit China. 1997 gab es in China noch 53% der Menschen, die unter 30 Jahre alt waren und nur 13%, die über 55 Jahre alt waren. Dann dürfte das Ganze sich aber verschieben bis 2050, dass die unter 30-Jährigen nur noch 30% stellen, die über 55-Jährigen dagegen 39%, über 39%, während in Nigeria sich diese Quote zwischen 1997 und 2050 kaum ändert. Wir haben zwar dann weniger unter 30-Jährige, da gibt es nur noch 47%, aber die über 55-Jährigen sind nur 12%. Also ein Riesenunterschied. Probleme wirft beides auf. Subsahara mit einer Bevölkerungsvermehrung bei gleichzeitiger Klimaerwärmung, Wasser ein Riesenthema. Wie soll das funktionieren? Aber in China wird es eben auch sehr schwer nur funktionieren. Das sind Riesenprobleme, die nicht nur auf uns als Gesellschaft zukommen, sondern die auch auf die Finanzmärkte zukommen. Wo soll Wachstum herkommen, wenn eben der Motor letztendlich der letzten Jahre, nämlich China, als Wachstumsmotor schon demografisch ausfallen wird? Das ein kleines Schlaglicht auf das, was vielleicht heute auffällig war. Ich wünsche jetzt einen wunderschönen Feierabend. Sei er sonnig wie hier in Hamburg. Das wünsche ich Ihnen und sage Servus und Ciao.